führe sie aus dem Oberkörper. Ach so, Sie gehen mit denen spazieren? Ja, das mache ich bloß. Aha. Der ist aber auch niedlich. Und wie lange sind die Hunde schon hier? Anderthalb Jahre? Und Sie gehen dann immer mit denen raus? Hallo. Aber der bellt ja immer zu die Wand an. Ja, das wird kein Stubenhund oder irgendwas. Ist der mehr böse? Ja. Wieso, was macht er denn? Deswegen ist eine neue Blechwand drin, das ist die ganzen Brille. Vorne mal. Der da immer hochspringt. Ja. Aha. Der ist aber auch schön. Haben Sie denn auch am Wochenende auf? Aber der ist auch schön klein hier. Und was soll das sein? Ja. Auch ein Kampfhund? Sieht aber nicht so, wenn danach geht, sieht er nicht so aus. Weil der ist ja so bunt. Hallo. Aber die sind doch gar nicht böse. Du bist schön, ne? Du? Ich meine, hier sieht man das ein bisschen am Kopf. Und wieso hat der so kahle Ohren? Ist der krank? Hallo. Na, gucken Sie, der hat so kahle Ohren. Komm her. Ist gut, Dicker. Ist gut. Aber der ist doch ganz lieb. Bisschen ungestüm, ne? Haben die gar keine Halsbänder? Ach so. Und der ist seit Welpe hier? Der ist ja schön. Hallo. Ist der lieb? Das ist er. Der hört auf Wort und alles. Wie heißt der denn? Ich sage, jetzt fällt mir hier im großen Hund. Hat keinen Namen, der Hund? Du bist ja schön. Ist so ein Boxermischling, ne? So sieht der aus, finde ich. Der ist schön. Und hier ist der Freund. Den finde ich am schönsten. Hallo. Da könnte auch ein bisschen Rottweiler drin sein, ne? Oder? Nee, Labrador. Labrador? Und was noch? Nee, zwei. Aber der ist noch jung, ne? Der hat keine Augen so. Und wie lange ist der schon hier? Ja, würde er auch schon hier sein. So lange? Und dann gehen Sie jeden Tag mit denen spazieren, wenn Sie das schaffen. Weil da haben Sie ja ganz schön viele Hunde, ne? Ja. Haben Sie schon klar so eine Füße? Ja. Und das soll ein Stafford sein? Das kleine, dicke Schwein? Ja. Na, Mäuschen? Und ist der lieb oder ist der böse? Eigentlich mir tut er nichts. Hallo. Hi. Na? Auf Worten so, das hört alles. Das macht er. Und warum ist er denn so lange hier? Ja, weil wir ihn nicht vermitteln können. Warum denn nicht? Wir können ihn vermitteln, aber dann müssen wir zur Schule gehen mit ihm. Prüfung machen und sowas alles. Ein Schweinestall. Der ist auch schön. Also ich finde den ja schön. Der scheint auch ganz lieb zu sein, ne? Der lässt sich ja gut streicheln. Haben Sie denn so reguläre Öffnungszeiten? Eigentlich nicht. Ich bin die meisten mal von 9 an, 10 Uhr. Ist gut, Digga. Das ist 14 Uhr für dich. Aha. Die ist ja auch hübsch. Hallo. Na? Ein Husky. Kann ich einen Schlitten ranmachen? Bist ganz ruhig. Aber einen Schäferhund wollte ich nicht. Und der ist schon alt, wa? Das ist ein alter Knopf. Hallo. Dicker. Ist gut. Ich dachte, die sind immer braun, Schapeis.
Aber der sieht ja so aus wie so ein Faltenhund. Oder ist es auch ein Kampfhund? Nee, das ist kein Kampfhund. Der wäre da oben in der Reihe gewesen. Ach so, das sind alles Kampfhunde. Die Schweinehunde. Wie fangen Sie die denn ein, wenn der so böse ist? Kommen Sie da ran? Ehrlich?